Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Little Bit Workshop. Wir sind immer noch dabei und wollen Tische herstellen. Ich weiß, das waren diese Tische, die uns schon mal in den finanziellen Bankrott gebracht haben. Also knapp. Wir waren ja nicht wirklich drin. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Ich habe die mal als Block gemacht oder wie heißt das hier? Als Gruppe. Ach, ihr wisst schon. So, jetzt stellen wir mal hier eine Tür hin. Denn wir sind ja gerade dabei, das hier so ein bisschen umzugestalten. Wir sind hier allerdings noch bei minus 59. Das heißt, wir müssen uns hier auch noch Gedanken machen, wie wir das ein bisschen schön kriegen. Ich bin noch am Überlegen, nehm mal diese und baue die mal woanders hin. Frage ist, wo bauen wir die hin? Reiß die doch nochmal ab. Und die reiß auch nochmal ab. Und dann nehmen wir... Nee. Den. Den würde ich gerne hier irgendwie hinsetzen. Verstehst du? Ah, wir machen das hier schon, wir machen das schon schön. So, bestell mal die Tür. Haben wir noch ein bisschen Geld? Wie weit seid ihr mit den Tischen? Ihr seid hier ein bisschen langsam, ne? Immer. So, reparaturbedürftig. Eigentlich nur das da hinten, alles klar. Wer geht schon mal durch die nicht vorhandene Tür? Das ist schon mal sehr gut. So, hier ist 0-0. Da müssen wir gleich nochmal gucken, da setzen wir vielleicht auch mal was Schönes rein. Aber jetzt erstmal gucken, da habe ich die Kaktusse, da war das. Da war das. Ist ein bisschen wie Memory hier. Komm, dann machen wir hier mal sowas hin. Dann nehmen wir mal die... Ja, nehmen die mal weg, genau. Dann nehmen wir mal die große Maschine. Nehmen die mal dahin. Nehmen mal die Schweißmaschine. Muss ich mal eben gucken. Eine Dreier, ne? Ist viel. Dann setzen wir die da hin. So. Minus 19. Also es wird langsam. Es wird. Jetzt müssen wir da hinten uns noch Gedanken machen. Nicht Pausenraum. Das war hier vielleicht noch... Was haben wir denn? Wir haben Schnappi. Ventilator. Einen Weihnachtsbaum könnten wir ja noch hinbauen, oder? Aber der ist klein. Aber auch zurzeit keine Maschine, ne? Können wir uns noch leisten. Knapp, ja. Also die haben wir, die haben wir, die haben wir. Das sind die geilen Dinger. Was ist denn hier mit dem Wasserspender? Könnten wir den denn mal hinpacken? Nicht, will ich den hier in die Ecke setzen? Auf der anderen Seite. Wir hatten doch noch eine Kaktusse über, ne? So, und schon ist der Raum nämlich grün. Achso, ja, die muss ja auch noch da rüber. Oh. Wobei, die lassen wir jetzt mal eben. Was ich nämlich wieder mal völlig vergessen habe, wir müssen ja hier noch so ein Lager reinkriegen, ne? Was heißt, ja doch, so ein Lager. Ja, gar nicht so groß sein. Hier? Ja, hier, ne? Ein bisschen klein. Wir machen zwei. Hat Günni? Ja, ja, du hast Günni in der Hose. So, das wäre dann das Lager. Und achso, ich muss das erst bestätigen. Richtig. Das soll ein Arbeitslager werden. Und muss ich das jetzt... Warte, 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 wir verknüpfen das ja. Mit jeder einzelnen Maschine wird das hier verknüpft. Oh, die brauchen das nicht, ne? Dann kommt hier die Maschine. Sicher ist sicher. Und ich weiß halt nicht, ob die Maschine... Wie viel haben wir denn noch? 42. Würdet ihr bitte mal ein bisschen jetzt euch beeilen? Warum ist da nicht ständig einer dran? Ständig! Aber wir Tische sind 9 von 20. Wir haben noch ein bisschen Geld, alles klar. Wir haben einen Mitarbeiter befördert und wir sind nur auf Platz 11. So. Alles klar. Hier müssten noch Regale rein, ne? Kaufen wir die nochmal schnell.
Also es ist nicht ideal, das gebe ich euch recht. Das ist nicht ideal. Machen wir so. Hier ist plus 10. Hier müssen wir nochmal gucken, dass wir hier vielleicht auch noch was Grünes reinkriegen. Sicher ist sicher. Ach Theo, würde doch sowas hier reichen, oder? Hinstellen. Ja. Weil es ist alles Geld, was ich ausgebe, aber ich will ja auch, dass das schön ist, weißt du? Nochmal 600. Ich aß wieder mit dem Geld rum, weißt du? Wenn es nichts kostet. Die Maschine kommt da ja raus. Ja. Muss ja noch hier rein. Deswegen müssen wir mal gucken, dass hier wahrscheinlich noch ein bisschen Grünzeug rein muss. Ich wäre ja froh, wenn die mal fertig würden, wa? So, dann können wir uns ja jetzt behelfen. Wir haben... Was ist denn, wenn wir die Aufgabe hier hinsetzen? Seid ihr noch nicht verknüpft? Jetzt seid ihr verknüpft, ne? Jetzt nehmen wir hier die 18er Aufgabe. Setzen die hier hin. Und jetzt müsste ja hier, genau, auf drei Tische verteilt werden. Weil wir haben ja genug Personal, die den ganzen Tag nichts tun, ne? Die könnten ja ruhig mal arbeiten. Weil es ist ja gerade nichts zu tun, außer diese Metallteile machen und dann können Tische zusammengeschraubt werden. Aber da ist ja jetzt nicht so... Holz haben wir nicht. Den könnten wir mal langsam reparieren. Im Idealfall werden jetzt drei Leute gleichzeitig hier. Perfekt. Genau so muss das sein. Die brauchen zwar ein bisschen länger, aber egal. Ja, was sagt ihr? Was ist eure Meinung? Haben wir das gut hier umgesetzt? Den Tische, das wird jetzt hier eiligst fertig gemacht. Und dann könnten wir langsam uns Gedanken um den anderen Plan machen. Ja, ja, ich habe den nicht vergessen. Was haben wir denn noch in Aufgabe? Chia. Ja gut, auf der anderen Seite können wir das natürlich mal eben fertig machen, ne? Den Plan haben wir. Schweißen können wir. Schweißstation haben wir ja jetzt. Nehmen wir die billigen Sachen. So. Können wir die Maschine mal nutzen, weißt du? Wir sind denn das? Wie viel willst du haben? 14 Stück. Reden, oder? Oh. Liegen ist auch da unten, ne? Gib mir noch mal den Plan, warte mal. Ne, 7. Ne, machen wir so. Dann machen wir erst die 7 und dann können die 28 mal gebogen werden. Das sind ja alles so Dinge, auf die ich jetzt achten muss, ne? So. Und das wird dann zusammengeschraubt. Ja, da brauchen wir... Fertig. Okay. Arbeitsplätze verbinden. Was habe ich wieder falsch gemacht? Warum blinken die noch? Was stimmt nicht? Holz biegen? Drücke ich die falschen Tasten? Bin ich wieder zu blöd? Ja, natürlich, ich bin zu blöd. Das ist es. Ach, ne. Ja, für euch ist das einfach, weißt du? Aber seid ihr mal ich. Dann wisst ihr aber, was Ärger bedeutet.
Ist nicht so einfach, ich zu sein. Oh. Produktionsbereit. Wie sieht's denn aus? Wir würden 3000 Profit machen. Das ist nicht viel, aber ich wäre natürlich auch relativ schnell fertig. Gib dir noch nicht in Auftrag, ne? Weil ich wollte noch mal eben gucken, wir sind ja an den Tischen dran. Fertig werden. Ne, ich mach das noch nicht. Noch nicht. Ne, die müssen mit den Tischen fertig werden, komm. Wobei ja nur noch die Sachen hier zusammengeschweißt werden müssen. Das ist es ja, wenn das hier alles fertig ist. Das sind ja nur noch 18 Stück, das ist ja nicht so viel. Die lagern oben. Also wenn ihr jetzt mal konzentriert sein würdet und hier ein bisschen Gas geben würdet, die 18 mal wegarbeitet, dann kann ich das in Auftrag geben, weil dann ist ja nur noch Montage hier hin. Ich weiß, der Weg ist ein paar Meter, aber wir haben 20 Tassen Kaffee und die sind verlockend, oder? Vor allem die leckeren Schnittchen, die wir jetzt haben im Automaten. Das dürft ihr nicht vergessen. Leckere Schnittchen. Weißt du, so Leberwurst mit richtig schön saure Gurke drauf. Mmh, ein Gedicht. Nicht diesen Pappfraß, den es normalerweise gibt, sondern richtig lecker geschmiert. Für die ganz harten, wenn du möchtest, sogar noch ein bisschen Butter drunter. Gute Butter natürlich. Nicht so ein Schmierfett, sondern gute Butter. Hm? Ah, spätestens jetzt hast du doch Hunger, ne? Gib es doch so. Hast du Hunger? Gib mir doch so. So, wer hat wieder vergessen, seine Uhr zu stellen? Richtig, der Fussel. Noch 8 Minuten ungefähr, alles klar. So, 15. Jetzt steh doch nicht so trottelig rum, Mensch. Du kostest doch nur Geld. Geh doch mal arbeiten. Ah, schön Handy gucken und ich bezahle, weißt du? Affe. Gut, aber Raum müsste doch in Ordnung sein. Gut, wenn jetzt hier die Maschine reinkommt, müssen wir uns noch Gedanken machen. Aber wir können ja vielleicht hier noch eine kleine Pflanze hinstellen oder so. Es geht nur am Rand. Weil die Maschine kommt ja da rein. Elf Tische. Diese Tonfehler. Ich habe noch nicht nachgucken können. Ich schneide gerade die Folge, wo mir diese Tonfehler das erste Mal aufgefallen sind. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist auch nur der Spielesound, ne? Aber auch nicht so, das ist so, als wenn einmal kurz die Leitung irgendwie... Ich meine, sie geht über mehrere Kabel, das stimmt. Hm. Oh, da weiß ich jetzt absolut nicht, warum. Aber ich weiß so vieles nicht, weißt du? Hat mir für teuer Geld ein Klinkenkabel von 3,5 auf 6,35 geholt, damit ich das vom PC in meine... externe Soundkarte stecken kann. Nur Schrott der Sound. Das Kabel ist top, die Ausgabe ist top. Es kommt nur Scheiße bei rum. Dann habe ich ein anderes Kabel genommen, wo ich normalerweise mein Keyboard mit verbinde. Das ist nur Mono, funktioniert einwandfrei. Ey, ich kapiere es nicht. Ja, du hast einen Stereo-Klinkenstecker im Computer, du hast einen Stereo-Anschluss am Gerät und brauchst ein Mono-Kabel, damit du halbwegs vernünftigen Ton kriegst. Also das ist mir ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Also muss ich nochmal gucken. Jetzt gibst du da, wer weiß, wie viel Geld für so ein blödes Kabel aus und hast nur Schrottsound. Das sind Probleme, ne? Und dann sitzt du hier über drei Stunden, habe ich hier gesessen und mir überlegt, warum ist der Sound so scheiße? Ich habe hier Einstellungen vorgenommen, ne? Das Blöde ist ja so eine externe Soundkarte. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese Dinger? Ich vergesse immer den Namen. Da kannst du ganz viel einstellen und machen und tun. Ja, das ist ja das Problem. Du kannst ganz viel einstellen und machen und tun. Ja, und du sitzt hier und denkst dir, du bist nur noch bekloppt. Ehrlich, ich habe hier gesessen und völlig an mir selber gezweifelt, bis ich dann gesagt habe, ja, muss vielleicht am Kabel liegen. Ich habe das Kabel aber auch getestet, das Kabel selber ist auch in Ordnung, aber in der Konstellation nur Scheiße. Es ist unglaublich. Und jetzt dieses Knacken zwischendurch im Spielsound finde ich natürlich auch seltsam. Kann nicht an der Überlastung des Rechners liegen, oder? Ich meine, ich spiele immerhin Fallout 76 auf Ultra. Auf Ultra. Jetzt wird natürlich jemand sagen, ja, aber Fallout 76 fussel das jetzt nicht. Ja, das stimmt. Wir sind im Minus, Leute. Wir sind im Minus. Wir müssen Tische verkaufen. Was sagt denn der Markt? Einmal können wir noch. Das müssten wir eigentlich überleben. Ich würde den anderen Auftrag natürlich gerne machen, nur ich habe ja kein Geld mehr. Haben wir denn noch irgendwas im Lager? Nur Tische, ne? Also die Tische brauchen schon sehr, sehr, sehr viel Zeit. Das muss ich sagen. Wie sieht's denn hier aus? Ist nicht mehr viel, ne?
Ja, du hast doch den einfachen Job hier mit deinem Laserschweißer. Aber mit 20 Tischen müssen wir auf jeden Fall im Plus. Auf jeden Fall, ist so ein Tisch wert? Ja, das sind 12.000. Vielleicht steigend. Wie viel hast du denn noch? Noch 11? Die sind ganz schön langsam, das muss ich euch aber mal lassen, Kinders. Ich hab gedacht, ihr werdet jetzt fertig in der Aufnahme, aber das sieht ja nicht so aus. Habt ihr wieder gehört? Weiß ich nicht. Ich muss gleich nochmal gucken. Ja. Schlecht sehen die Tische nicht aus. Da wüsste ich aber ehrlich gesagt überhaupt keine Lösung, wie das wieder bewerkstelligen können. Weil ich weiß nicht, wo das... Das hört sich so an, als wenn jemand ein Kabel drehen würde, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal mit beschäftigt, aber wenn du in so einer Buchse ein Kabel drehst, dann kann es auch so mal so Krrrr-Geräusche geben. Und so hört sich das hier an, aber es ist natürlich kein Kabel gerade in Bewegung. Und es muss an der Soundübertragung liegen. Wir machen Folgendes. Ihr abonniert wie die Wilden, macht Werbung massenhaft, dass wir jetzt hier mit YouTube richtig Geld verdienen können. Und dann lagere ich den Sound komplett in den 19-Inch-Rack aus. Ich hätte da noch Platz hinten, dann wird das komplett in ein Soundboard ausgelagert. Komplett. Ich hätte da noch Ideen. Bräuchte dafür allerdings einen größeren fünfstelligen Betrag. Also bitte, gebt euch mal ein bisschen Mühe, ja? Danke! Ja, dieses... Ich weiß nicht, wo das hört. Das ist auch neu irgendwie. Das nervt. Ich muss aber in der Finalaufnahme natürlich gucken. Es kann ja auch sein, dass das nur über meine Kopfhörer geht. Ne? So, dass ihr das gar nicht hört. Kann ja auch sein. Weiß ich aber noch nicht, weil das, wie gesagt, wo das erste Mal aufgefallen ist, liegt gerade im Schnitt. Da muss ich ja die Finalversion abwarten. Ich kann auch nicht während der oder in die Aufnahme reinhören, weil Windows versteht die Aufnahme nicht, weil ich 4 Tonspuren habe. Ja, also 2 Stereospuren. Und das versteht er nicht. Das hat mich übrigens auch die letzten Stunden in den Wahnsinn getrieben, weil ich habe natürlich vor dieser Aufnahme hier getestet und wenn ich ins Mikrofon gesprochen habe und dann Musik angemacht habe als Datenübertragung von meinem Gaming-Rechner, dann hat er nur die Sprache angezeigt. Und wenn ich vorher Musik gestartet habe und dann ins Mikro gesprochen habe, hat er nur die Musik ausgegeben. Bis mir dann mal eingefallen ist, Fussel, vielleicht kann Windows einfach nicht mit 4 Tonspuren umgehen, die du ja so aufnimmst, damit du dann nochmal im Schnitt im Zweifel korrigieren kannst. Ich könnte also jetzt meine Stimme zum Beispiel ausblenden, lauter machen, leiser machen oder kurz rausschneiden und Effekt einsetzen, wie wir das ja schon mal gemacht haben. Das geht natürlich, wenn du mit 4 Tonspuren aufnimmst, wobei 4, weil ja Mono gerechnet wird, also sind 2 verschiedene Bereiche, weil Stereo. So, wie sieht's denn aus? Können wir? Nicht. Wie viel musst du denn? Du müsstest doch jetzt auch fertig sein, oder? Oder hast du noch einen? Du hast noch 5 Dinger vor dir, kann das sein? Weil dann würde ich auch reparieren und dann können wir den nächsten Auftrag machen, wenn das verkauft ist. Wobei, wir haben ja noch ein bisschen. So, da ist schon wieder jemand, ne? 1200, also wir sind nicht gefährdet. Ja, aber ihr seht natürlich auch, so 20.000 plus ist nichts, ne? Weil ich muss schon sagen, die sieht schon ziemlich gut aus. Was sagt ihr denn zu kleinen Firma? Das hier ist doch schön geworden, oder? Vielleicht ist es unsinnig, ein Lager mit Blumen zu machen. Das will ich nicht auch. Was ist? Ach, bist du bescheuert? Pass doch mal darauf auf, das gibt doch Macken. Pfeife. So, was ist hier? Nix. Nur einer ist noch. Ja. Einer müsste noch gemacht werden. Aber dann können wir gleich liefern. Wobei, ich warte gerne drauf. Ja, dann können wir nichts machen. Dann kosten die uns einfach erstmal nur Geld. Kann ja mal ein bisschen beschleunigen. Boah, ist der Tee wieder zu durchgezogen.
So. Hier ist alles fertig, ne? Dann machen wir jetzt Reparaturaufträge. Dann sind die nämlich wieder einsatzbereit. Hier ist noch... Eine Sache muss hier wohl noch gemacht werden. Oder zwei. Zwei Profilrohre müssen noch geschnitten werden. Wer macht denn das von euch? Sehr gut. Das nenne ich Einsatz. Schön greifen und schneiden. Ich könnte es vielleicht ein bisschen abnehmen, mein Kind. Naja. Sind halt fette Elfen. Weißt du, das ist, wenn man den ganzen Tag, jetzt mal ernsthaft, ne? Den ganzen Tag hier, Snickers, Kaffee, natürlich Crema mit Zucker, ne? Klar, wenn man hier den ganzen Tag rumgammelt, dann wird man auch ein bisschen speckig. Will ich euch nur mal gesagt haben. Ich kann da aus Erfahrung reden. Ja, ist jetzt kein Fettshaming. So, bevor wir dann fertig sind, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Und wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst doch mal eben einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, gerne auch einen Kommentar. Ich freue mich über jede Kommunikation mit euch. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.